Man verrät nicht allzu viel, dass in der Geschichte irgendwann Eddie die Aufgabe zugewiesen bekommt, Großpackungen unterschiedlichster Drogen in Gebäck einzuarbeiten. Und zur Ablenkung von dem ganzen Stress überredet ihn Lynn dazu, bei einem Tortenwettbewerb teilzunehmen. Drogenmäßig ist der komplett unbedarft, kommt aber auf die glorreiche Idee, eines der Standardpäckchen Koks aus der Bäckerei mitgehen zu lassen, um sich damit ein bisschen die Prüfungsangst zu lindern. Äußerst beschwingt ist er dann auch der Erste, der seine Tortenkreation fertig hat und bei der Jury abgibt. Alle anderen sind jetzt auch schon fertig und hier steigen wir ein. Fütterung der gutbürgerlichen Mittelschicht. Eddie. Instinktiv kralle ich mich an Lynns Arm fest, um mich umzukippen. Dreck, aua! Lynn sieht mich erschrocken an und leicht verängstigt. Ich sie auch. Was ist los mit dir, Eddie? Ich glaube, ich habe das Päckchen eingearbeitet. Was? Was denn für ein... Oh Mist. Sie stellt sich vor mich, fasst mich an den Händen und schaut mich durchdringend an. Wie? Du glaubst, du hast das Päckchen eingearbeitet? Du Honk, entweder du hast oder du hast nicht. Ich höre sie kaum. Doch, ja, ich hab das Päckchen eingearbeitet. Aber warum? Wieso? Verdammte Scheiße, wie konnte ich nur so bescheuert sein? Wir müssen die Torte zurücknehmen. Ich will schon in die Richtung der Tür laufen, durch die sich die Jury zur Bewertung zurückgezogen hat. Doch Lynn rührt sich nicht von der Stelle. Ja, jetzt komm schon, wir müssen... Bubu, nochmal, denken, du Strunzer, denken. Was zum Teufel sollen wir denn jetzt sagen? Hallo, entschuldigen Sie bitte, aber mein strunzdummer Freund hat aus Versehen ein riesiges Päckchen Koks in der Torte vergessen, das ihm leider nicht gehört. Und das hätten wir jetzt gerne wieder. Dreck, sag mal, spinnst du? Warum hast du das Der Rest ihrer Tiraden geht in einem Rauschen über und ich sehe nur noch, wie sich Lynns Lippen bewegen. Stummfilm, schön. Sie hat mich mein Freund genannt. In dem Sturmfilm, der sich vor meinen Augen abspielt, rauscht ihre rechte Hand von der Seite auf mein Gesicht zu. Das Rauschen geht in ein Fiepen über. Aua, empöre ich mich halbherzig. Mist, verdammt, wir müssen verschwinden, und zwar schnell. Ah, aber das Päckchen, versuche ich verwirrt Zeit zu gewinnen. Ich muss nachdenken. Scheiß auf das Ding, das hattest du voll Pfosten, dir selber zuzuschreiben. Bete lieber, dass denen das nicht auffällt. Dreck, warum hast du es überhaupt in der Torte verarbeitet? Tja, wenn ich das wüsste... Die Erinnerung verschwimmt bereits. Die gesamte Zubereitung verlief wie im Rausch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Verfluchtes Koks. Ach, keine Ahnung. Ich schätze, ich war so fokussiert, dass ich es in meinem üblichen Trott einfach mit eingearbeitet habe. Lynn schüttelt den Kopf und kneift genervt die Augen zusammen, als sie meine Blödheit kaum fassen kann. Verständlich. Kann ich selbst auch nicht. Du Strunzdummer. Egal. Lass uns einfach abhauen. Vermutlich rufen die sofort die Bullen, wenn sie das Koks finden. Vielleicht haben sie es sogar schon und warten draußen noch auf uns. Dreck, los jetzt! Verschiedene Schreckensszenarien spielen sich in meinem Kopf ab und keines davon lässt sich verhindern, selbst wenn wir jetzt sofort abhauen, denn... Lynn? Die haben meine Personalien. Sogar mit Bild. Ihren Blick nach zu urteilen, wird sie mir gleich wieder eine pfeffern. Also, wie wär's? Wenn ich da jetzt einfach reinrenne, mir die Torte schnappe und dann werden sie mich, wenn überhaupt, für durchgedreht halten und annehmen, ich hätte dem Wettbewerbsdruck einfach nicht standgehalten. Dreck, womit sie auch in beiden Fällen recht hätten. Aber ein Versuch ist es wert. Ach, egal, ich gehe da jetzt rein. Diesmal hält Lynn mich nicht auf. Ich gehe an der Seite der Turnhalle entlang auf die Tür zu. Mein Herz rast. Fast an der Tür angelangt, verlässt mich der Mut. Na toll. Und ich dachte immer, auf Koks würde einem nichts unmöglich erscheinen. Momentan scheint es mir allerdings völlig unmöglich, noch ein paar Schritte zu gehen und diese Klinke zu drücken. Ich erschrecke furchtbar, als mich jemand schubst. Jetzt mach schon, du Honk! Du, seit wann bist du ja hinter mir? Dreck, ich bin schon die ganze Zeit hinter dir und jetzt mach hinne, verdammt. Renn da einfach rein wie ein Geisteskranker, schnapp dir die Torte und dann nicht sie weg. Das Bild, das ich mir bot, werde ich wohl nie vergessen. In dem kleinen Raum saßen die vier Jurymitglieder um einen kleinen Tisch herum. Zwei Männer und zwei Frauen mittleren Alters mit gut bürgerlichem Erscheinungsbild. An einer Wand des Raumes standen zwei lange Biertische mit den aufgereihten Torten. Einige waren schon angeschnitten. Auf dem kleinen Jurytisch stand eine einzelne, völlig zerstörte Torte. Meine Torte. Naja, sie war nicht mehr wirklich als meine Torte zu erkennen. Jedoch ließ das quer über den Tisch verteilte weiße Pulver kaum einen anderen Schluss zu. Manches davon war zu viel zu großen Bahnen zurechtgeschoben. Die halbleere Tüte entdeckte ich auch noch in dem Chaos. In meiner Erinnerung waren alle vier Jurymitglieder in ihrer jeweiligen Bewegung erstarrt. Eine der Frauen stopfte einem Mann gerade mit der Hand ungestüm einen Klumpen Torte in den Mund. Der hielt ebenfalls etwas von der braunen Masse in der Hand und war damit offenbar auf dem Weg zum Gegenschlag.
Alle vier hatten tortenbeschmierte Gesichter, was darauf schließen ließ, dass diese gegenseitige Fütterung schon länger exzessiv praktiziert wurde. Der zweite Mann rollte eben einen Geldschein zusammen. Da sieht man mal wieder, was Fernsehbildung anrichten kann. Sogar ich weiß, dass man nicht durch einen Geldschein schniefen sollte, viel zu dreckig und verkeimt. Die zweite Frau wiederum starrte mich lediglich mit aufgerissenen Augen und verschmiertem Mund an. Hinter mir ertönte ein belustigter Gluckser von Lynn. Schnell schloss sie die Tür hinter sich, was die Spannung schlagartig löste. Die Frau, die eben noch mit der Fütterung beschäftigt war, sprang auf und rief freudig, Nummer 5! Nach und nach stimmten die anderen in ihren Freudenruf mit ein und im Takt schallte der Jubelruf, Nummer 5! Nummer 5! Nummer 5! durch den Raum. Erst da begriff ich, dass sie mich meinten. Die Jurymitglieder fingen herzlich an zu lachen und eskalierten munter weiter. Der Mann mit dem gerollten Geldschein zwischen den Fingern kam auf mich zu. Gute Idee, bring ein Ding, Spitzenidee. Dabei zwinkerte er und nickte viel zu schnell. Ich verstand gar nichts mehr. Ich wusste nur, wenn sie sich das Zeug weiter so reinknallen, brechen die sicher bald alle zusammen. Ja, war alles, was ich neben dem zögerlichen Lächeln rausbrachte. Der Mann klopfte mir auf die Schulter, wobei er mich mit Torte beschmierte. Oh, Entschuldigung, sagte er, lachte hyperventilierte kurz und klopfte mir wieder auf die Schulter. Dann führte er mich zum Tisch. Erst jetzt sah ich meinen Personalbogen und mein Bild unter den Tortenresten liegen. Gewonnen! Ja, ganz klar gewonnen! sagte die andere Frau und wippte weiter auf ihrem Stuhl, wobei sie mich beängstigend breit grinsend anschaute und auch viel zu schnell und heftig nickte. Was waren nur in diese Leute gefahren? Ja klar, jede Menge Koks, aber warum hatten sie es überhaupt genommen? Wie klassische Drogenkonsumenten sahen die zumindest nicht aus. Andererseits habe ich auch keine Ahnung von dieser Szene. Guter Stoff, Mann, guter Stoff, schmatzte der Mann, der sich gerade weiter füttern ließ und bei dem Ausruf etwas Torte auf sein ohnehin schon dreckiges Hemd spuckte. Dann schluckte er sehr angestrengt. Kurzzeitig dachte ich, der riesige Batzen würde ihm im Hals stecken bleiben. Doch ihm gelang es, das Stück runterzuschlucken und er sprach weiter. Damals in meiner Jugend, ich sag dir, da haben wir vielleicht, aber der Stoff damals, nicht halb so gut. Nee, ehrlich, er presste seine Hände an den Kopf. Wobei er in der einen noch etwas Torte hatte, was ihm aber nicht zu kümmern schien. Jetzt kniff er die Augen zusammen, stampfte sehr schnell mit den Füßen auf. Ich wollte schon fragen, ob mit ihm alles in Ordnung ist. Da riss er die Augen wieder auf, warf die Arme über den Kopf und BOOM! Dann verfiel er in ein hysterisches Gelächter, in das die anderen nach und nach mit einstimmten. Lynn trat an meine Seite. Eddie, schließ lieber die Tür ab. Teufel, nicht, dass hier noch wer reinkommt. Immer noch völlig perplex und außerstande, etwas zu sagen, ging ich wie in Trance zur Tür. Danke. Ich mache das einfach wie Nachrichtensprecher, sortiere noch ein bisschen meine Zettel, gucke nach hinten rum, bis sie alle wechseln.